Heute sprechen wir über die besten Toaster. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Toaster. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der Arendo 23.030.952 war unter drei lang anhaltenden Port-Versionen im zweiten Testlauf sowie der schnellste, also mit einem marginalen Vorsprung. Es gibt 6 Bräunungsgrade zur Auswahl, wobei das Rad ebenfalls auf eine Einstellung dazwischen vorbereitet werden kann, was eine stufenlose Auswahl richtig impliziert. Die Instanz ist aus Kunststoff gebaut und hat auch eine richtige Oberfläche, aber sie löst keine Freuden aus. Die Schalter werden während des gesamten Verfahrens durch trendige blaue LEDs hervorgehoben. Zusammen mit dem regulären Salut-Programm können Sie auch eine zum Aufwärmen sowie eine zum Auftauen auswählen. Darüber hinaus ist ein Brötchenzubehör eingebaut, das ziemlich wertvoll ist. Der Arendo Toasterofen war gerade in der Lage, tatsächlich hervorragende Ursache der 3-Minuten-Untersuchung zu liefern, während es zu den schrecklichsten auf dem Werkzeuggrad und auch in der Auftauuntersuchung war. Nummer 4. Der lange Port-Toasterofen WMF Küchenminis ist zusätzlich aus Stahl gefertigt. Die Instanz besteht aus Chromargan, über das sie gerne mit einem gleichwertigen Text benachkommt. Während das Produkt eine Top-Qualität Wirkung macht, wie es regelmäßig aus Stahl ist, wird die Handwerkskunst kombiniert. Insgesamt ist das Werkzeug unglaublich stark, aber beide Schieber sind noch nicht das Gelb des Eis. Der Schieber für den Bräunungsgrad sieht auch nicht haltbar aus und fühlt sich auch beim Laufen auch ein wenig so gut tropfend an. Über den aufrechten Hafen, in dem die für den verantwortliche Bar ruht, können Sie die umweltfreundliche Hauptplatine im Inneren sehen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Der Philips HD 2581-90 hat alles, was man von einem Toasterofen erwarten würde: 2 Anschlüsse für Brot, ein eingebautes Brötchenzubehör, ein Rad zur Nachjustierung des Bräunungsniveaus, 2 Takter und auch einen Schalter, um das Toasting-Verfahren zu beenden. Das war's. Dies konserviert nicht nur Bereich im Küchenbereich, sondern auch Bargeld in Ihrem Taschenbuch. Die Immobilie ist komplett aus Kunststoff und auch Philips versucht nicht, diese Wahrheit zu verbergen. Trotz des Kunststoffs erhalten Sie nicht die Wirkung, dass der Toasterofen unerwartet auseinanderfallen könnte. Nummer 2. Wenn der ganze Haushalt mit Salut am Tisch gegeben werden muss, ist es am besten, ein Desichen zu verwenden, das 4 Stücke zur gleichen Zeit röstet. Ein doppelt erweiterter Tender-Toaster wie der Severin A2509 ist ein Heilmittel für solche Fälle, da er ebenfalls genutzt werden kann, um normale Brotstücke ohne Probleme zu grüßen. Der Severin ist meist aus Edelstahl gefertigt und sieht zusätzlich hervorragend aus. Das eingebaute Brötchen-Add-on wurde zu einem der stabilsten in der Prüfung sowie die verschiedenen anderen Handarbeiten zusätzlich eine große Wirkung. Wir bewerten die Wahrheit, dass die Stahlseite, die an den Brenner grenzt, sich an den Immobilien vorbei erstreckt, als ziemlich wesentlich. Es sind nur ein paar Millimeter, aber im Gegensatz zu verschiedenen anderen Versionen, die eine erhöhte Gefahr von Verbrennungen impliziert, wenn Sie den Gruß ein wenig umständlich bestellen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dies weist zusätzlich darauf hin, dass Sie die Krümelschale nicht selbst herausnehmen müssen, was bei verschiedenen anderen Toasteröfen in der Regel dazu führt, dass die Krümel infolge der ruckartigen Aktivität abnehmen. Vielmehr drängen sie kurz auf dem Deal mit dem Kabinett, das sich danach aufstellt. Es ist zusätzlich riesig ausreichend und hat auch eine ziemlich hohe Kante, um sicherzustellen, dass geröstetes Brot nicht auf dem Boden landet. Das eingebaute Brötchenzubehör ist ebenfalls ziemlich langlebig. Wenn nötig, kauft es, wenn Sie eine kleine Bar nach unten drücken. Es ist ausreichend sicher und erfüllt sein Ziel perfekt. Der Krups KH442 hat 6 Toastgrade, von denen die meisten möglicherweise nur die Grade 4 bis 6 nutzen müssen, da der Toasterofen etwas mehr Zeit benötigt, um ein Stück Brot entsprechend zu bräunen. Seine einzige Schwachstelle. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.